Seit 2010 treffen sich jährlich die Landjugendmitglieder aus ganz Oberösterreich, um die Volkskulturtage mit dem Namen Bockmas mitzuerleben. In der landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Kleinramming wird getanzt, da wird geplattelt und es werden weitere volkskulturelle Aktivitäten angeboten. Das ist ja mitunter ein Schwerpunkt von uns bei der Landjugend und es freut uns sehr, da sind wir immer ausgebucht beim Bockmas, das kommt sehr gut an und jeder würde es wieder lernen, was die alten Traditionen sind. Ja, es ist, ich sage einmal, die lustigste Veranstaltung im ganzen Jahr. Es ist einfach Kultur und Brauchtum, was wieder erlebt wird und gemacht wird und es ist einfach extrem cool da zu sein. Und in der Gruppe der fortgeschrittenen Schuhplattler wird kurzerhand auch zu moderner Musik geplattelt. Am Anfang ist einmal die größte Herausforderung, dass man einer lernt, wo einer Hände und einer Füße sind, dass sie wieder damit umgehen können. Das kann man sich ungefähr vorstellen, wie wenn man kein Gehen lernt. Am Anfang ist das wirklich sehr hart, aber wenn man dann einmal die Anfänge gut gemeistert hat, die ersten Schläge gemeistert hat, dann kann man relativ leicht weiter tun. Aber natürlich steht die Tradition im Vordergrund und auch der Spaß darf oder soll nicht zu kurz kommen. Ich war letztes Jahr schon da und da haben wir das angeschaut bei den Anfängern und hat mir gedacht, voll cool. Dann haben, seitdem haben wir eigentlich daheim auch Plattelgruppen und platteln auch schon ein wenig und deswegen haben wir gedacht, gut, dann schauen wir mal fortgeschritten dieses Mal an. Brauchtumspflege und der Erhalt ländlicher Traditionen sind immer schon wesentliche Kernanliegen der Landjugend. Ziehharmonika spielen, Messerschleifen, das Zubereiten von Brauchtumsgebäck, aber auch das traditionelle Kranzbinden werden beim Bockmas in den Nebenmodulen angeboten. Das sind Traditionen, das sind alte Berufe zum Teil verpackt, das sind Brauchtumsgeschichten auch, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Und insofern ist es super, wenn die jungen Menschen wieder sehen, wie das geht und Freude daran finden, das zu machen. Und so sorgt die Landjugend dafür, dass auch die Volkstanzgruppen mit Nachwuchs versorgt werden. Auch Quereinsteiger sind willkommen. Und ich muss sagen, die sind sehr motiviert, talentiert. Die Figuren zwei, dreimal üben und dann haben sie schon im Kopf drinnen. Und dann muss man einen Feinschliff machen, das machen sie sehr gut. Ja. Meine Oma und meine Eltern, die sind alle voll begeistert, dass ich das tue, weil sie hätten es früher nie gedacht, dass ich jetzt auf einer Volkstanzgruppe oder irgendwas dazugehe. Mir taugt halt das Kameradschaftliche extrem. Denn wer tanzen kann, ist beim nächsten Ball im Vorteil. Man muss, darf einfach nicht geschamig sein und offen sein, auf die Dirndl zugehen. Und wenn man da irgendwas kann, das imponiert dann schon ein bisschen. Beim Furke, es gibt nichts Schöneres, wenn man tanzen gehen kann mit einem anderen oder mit seinem Partner. Das ist das Schönste. Das Bockmas-Wochenende der Landjugend ist somit nicht nur für Brauchtumspflege und der Erhaltung ländlicher Traditionen verantwortlich, sondern hat noch viel mehr zu bieten.